Bevor ich dir die drei super Geheimnisse verrate der Improvisation, schauen wir jetzt noch etwas Technisches an miteinander. Du hast gemerkt, als ich vorhin nur die einfachen Beispiele gespielt habe, obwohl ich mir sehr Mühe gegeben habe, das wirklich so einfach wie möglich zu spielen, habe ich zum Teil solche Sachen drin gehabt. Das ist sowas von bluesy, das gehört wie zu dieser Musik dazu. Und das zeige ich dir jetzt im Detail. Das ist eine rein technische Sache. Du kannst dir vorstellen, das Klavier ist eigentlich kein Jazz- und kein Blues-Instrument. Sogar der Keith Jarrett hat das einmal gesagt. Weil ich im Jazz und im Blues eigentlich den Ton forme. Das kommt von den Bläsern, von einem Saxophonisten her oder von einem Sänger, der vielfach die Töne so ansingt. Bu da di da ba ba bu ba ba. Immer solche Sachen. Di da di ba. Das kommt dann immer so vor und das lässt sich auf dem Klavier sehr schlecht reproduzieren. Das heißt, wir können es einfach nur simulieren. Und wir simulieren es in dem, dass wir sagen, okay, wir spielen eine Note und schleifen diese an. Es gibt im Englischen auch diesen Ausdruck Ghost Notes oder Glitches oder Slides und solche Sachen. Und das funktioniert einfach so, wenn ich jetzt eine Moll-Pentatonik so darunter habe und ich sage, ich würde von dem Ton eigentlich zu dem gleiten, dann kann ich diesen Effekt erzeugen, indem dass ich beide Töne gleichzeitig anschlage und dann den ersten anhebe. Gibt es nur im Blues. Gibt es in der Klassik nicht. Also ich habe es noch nie gesehen da. Also. Und so entsteht der Eindruck, dass ich eigentlich in diesen Ton rübergerutscht bin. Hier dasselbe. Hier auch. Genau. Und jetzt geht es darum, dass du eigentlich die Moll-Pentatonik so nimmst und ein bisschen verschiedene Fingersätze ausprobierst. Denn es kann gut sein, dass du mal vom Fingersatz her, dass du vielleicht mal so kommst. Dass du so bist oder so. Dass du auch mal so bist. So. Nein, wir machen es nur nach oben. In der Regel passiert es immer nach oben. Also nimm möglichst viele verschiedene Finger. Ja. Yeah. Genau, also den Daumen habe ich praktisch nie auf dem. Ja, mal. Also, das habe ich sonst nie, aber eben im Blues funktioniert das anders. Also, du kannst auch das Ganze mit dem Daumen hier machen. Also so, so. Sorry. Jetzt so, hä? Also übe das rein technisch und ich werde es dir danach immer wieder einbauen in diese Licks und dir sagen, wo ich das benutzt habe und wo nicht. Wenn man es zu viel benutzt, dann hört es sich ein bisschen aufgesetzt an, ist ein bisschen komisch dann. Aber wenn ich es hier und da einbaue, ist das super gezielt und hört sich super bluesy an.